Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 559. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es einen Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, es geht natürlich heute weiter mit dem Reisebericht. Es geht nach Cornwall. Aber davor habe ich noch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar werde ich am 17. Oktober 2024 50 Jahre alt. Das ist bald. Das ist in 5 Wochen ungefähr. Und also in 4 Wochen, wenn die Episode erscheint, schon fast. Egal. Also wir haben jetzt gerade so Mitte September. Zum Tag der Aufnahme ist Sonntag, der 15. September 2024. Ja, und ich werde bald 50 Jahre alt. Was mache ich denn da? Weil gleichzeitig hat ja auch der Einschlafen-Podcast Geburtstag. Und der Einschlafen-Podcast wird 14 Jahre alt. Das ist halt die Frage, was mache ich denn da? Ja, 50 ist eine Marke, 14 eigentlich nicht so. Ich weiß, nächstes Jahr irgendwie großes Einschlafen-Jubiläum mit 15. Ja. Warum eigentlich? Weil es durch 5 teilweise ist? Keine Ahnung. Ist ja egal. Also ich möchte feiern und eigentlich möchte ich sogar auch mit euch feiern. Und zwar gibt es dazu die Möglichkeit, denn zu meinem Geburtstag kommt ein Freund von mir aus Basel, Tobi. Der ist Schlagzeuger, professioneller Schlagzeuger. Der spielt mit tollen Musikern auf großen Bühnen. Und ja, er macht das sehr, sehr gut. Ich habe auch einmal mit ihm gejammt, glaube ich, so, und ja, macht Spaß. So, und der kommt zu meinem Geburtstag am 17. Dann proben wir einmal an meinem Geburtstag hier bei uns zu Hause. Da könnt ihr nicht dabei sein, aber am nächsten Tag, am Einschlafen-Podcast-Geburtstag, spielen wir ein Konzert, ein öffentliches Konzert. Da könnt ihr Tickets für kaufen, demnächst. Die sind noch nicht online, aber bald könnt ihr euch da ein Ticket kaufen. Kostet 15 Euro Eintritt. Ist in Ochtmannsbruch. Klingt klein, ist auch klein. Ist aber direkt an der Autobahn. Also wenn ihr auf der A1 von Hamburg kommend nach Süden fahrt, dann ist da eine der ersten Ausfahrten ist Hollenstedt. Und wenn ihr in Hollenstedt runterfahrt, seid ihr fast dort. Von da aus sind es nochmal irgendwie so, weiß nicht, 5 Minuten oder so mit dem Auto. Genau, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein bisschen schwieriger zu erreichen. Aber ich hoffe, einige von euch schaffen es vielleicht hin. Und da gibt es ein Konzert. Das Ganze heißt Dielen-Konzert, wird veranstaltet von Bridge Gigs und ist auf einem wunderschönen Bauernhof. Der Bauernhof gehört Ulrike. Mit Ulrike bin ich über ein paar Ecken verwandt. Also die Schwib-Cousine von meiner Frau ist das, genau. Und ich habe mit Ulrike zusammen Abitur gemacht. Und ja, also ist eine lange Freundin von mir. Und die hat da einen sehr, sehr schönen Bauernhof geerbt. Ihre Eltern haben den betrieben. Sie hat den jetzt umgestellt auf Biolandwirtschaft. Und das ist ein sehr, sehr schöner Ort einfach. Also allein dorthin zu fahren lohnt sich schon. Und es gibt eben eine große Diele. Ich glaube, das war früher der Kuhstall. Und da haben wir früher schon Partys gefeiert zu Abi-Zeiten. Und ja, jetzt ist es halt ein richtig schöner Veranstaltungsort. Und da finden Dielen-Konzerte statt in regelmäßigen Abständen. Und ja, dann am 18. Oktober spielen wir da Tobian plus Tobi am Schlagzeug. Also eine einmalige Gelegenheit, uns mal mit Schlagzeug zu sehen. Ja, das Schlagzeug ist auch ganz klein. Also wir machen ja Akustik, Bass, Akustikgitarre und Gesang. Und da passt kein großes Schlagzeug dazu. Deswegen spielt Tobi auf einem Cajon, allerdings mit Fußmaschine und einem Hi-Hat. Ich weiß nicht, ob er auch noch seine Snare mitbringt. Dann wäre es ein richtiges Schlagzeug fast. Nur, dass er auf der Bassdrum sitzt sozusagen. Also das Cajon ist dann die Bassdrum. Genau, und das gibt's dann da. Und da gibt's noch eine weitere Überraschung, weil es ja eben auch der Einschlafen-Podcast-Geburtstag ist, wird es ein besonderes Bier geben. Und zwar endlich das Einschlafen-Bier. Das könnt ihr dort auch trinken. Und ihr könnt es dann ab dem 18. auch online bestellen. Das heißt, wenn ihr es nicht schafft, nach Ochtmannsbruch, könnt ihr trotzdem den 14. Geburtstag vom Einschlafen-Podcast oder auch meinen 50. feiern, indem ihr euch dieses Bier bestellt. Das findet ihr dann im Shop vom Wildwuchs.
Wenn ihr nach Wildwuchs Brauerei sucht, dann findet ihr da die Webseite, da gibt es einen Shop. Und da gibt es bisher die leckeren Biere von Wildwuchs und ein Spezialbier von dem Sänger von Selig. Und dann eben eins vom Einschlafen-Podcast. Ich bin da in sehr guter Gesellschaft. Selig mochte ich damals auch sehr gerne. Ich habe das lange nicht verfolgt, was die machen, aber die sind jetzt gerade auch wieder auf Tournee. Könnt ihr auch hingehen. Ich weiß nicht, ob es da auch das Bier gibt. Und ja, ich freue mich drauf, dass es dann Einschlafenbiere gibt. Ich kenne die auch schon. Es wird zwei verschiedene geben. Ein sehr leichtes, das heißt dann auch leichter einschlafen. Und ein sehr schweres, das heißt dann gut einschlafen. Ja, und könnt ihr euch dann online bestellen und zu Hause mit mir feiern, wenn ihr das möchtet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das macht, denn das, also wenn ihr Bier trinkt, ne, wenn ihr keinen Alkohol trinkt oder Bier nicht mögt, dann braucht ihr es natürlich nicht zu machen. Aber solltet ihr auch nur im geringsten Interesse an Bier haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das dort bestellt und das möglichst schnell ausverkauft, weil es auch so ein bisschen der Versuch, funktioniert das überhaupt, interessiert sich dafür jemand? Denn was ich mir eigentlich wünsche, ist ein Leichteinschlafen, also ein Leichtbier. Denn das leichte Einschlafen, das ist mit Holundersirup, also quasi ein Radler oder ein Alster, wie man hier in Norddeutschland sagt, also mit Brause sozusagen gemischt, mit Holunderbrause. Und das ist auch sehr lecker, aber es ist halt kein Leichtbier. Ein Leichtbier ist halt ein richtiges Bier, wo einfach weniger Alkohol drin ist. Session IPA oder so. Und das wünsche ich mir eigentlich nochmal, dass ein richtiges Leichteinschlafen-Bier für mich gebraut wird. Und das machen die wahrscheinlich, wenn ihr da den Laden schnell leer kauft. Also immer schön Einschlafen-Bier bestellen. Ihr könnt die anderen Biere von denen auch gleich mitbestellen. Die sind auch gut. Und ja, würde ich mich sehr freuen. Die Links sowohl zu den Tickets als auch für das Bier werde ich auf Mastodon posten und auf Instagram. Also folgt mir dort Instagram. Da heiße ich Tobi Bayer und auf Mastodon findet ihr mich als tobibayer@chaos.social. Und natürlich werden die Links dann auch auf einschlafen-podcast.de auf meiner Webseite zu diesem Podcast veröffentlicht. Genau. So viel dazu. Und da habe ich noch was Kurzes zu erzählen, einfach weil es so schön war und ich will jetzt nicht irgendwie meine ganze Reiseerzählung zu Ende erzählen, bevor ich dazu komme. Denn ich habe ja noch Cornwall und London und New York, also mindestens drei Episoden und wer weiß, wie lange ich dafür eigentlich brauche, das zu erzählen. Und das wollte ich jetzt nicht hinten anstellen, denn ich war gestern auf dem Podstock. Ich hatte ja hier im Podcast auch Werbung dafür gemacht. Geht alle zum Podstock, habe ich gesagt. Das ist eine ganz kleine Veranstaltung, die aber immer größer wird. Gibt es jetzt seit 10 Jahren, hat ein 10-jähriges Jubiläum. Hat natürlich sehr, sehr klein angefangen und mittlerweile sind das, glaube ich, über 100 Leute gewesen. Das ist ein Festival mit Außenbühne, also da wird eine richtige Bühne aufgebaut mit Veranstaltungstechnik und hast du nicht gesehen, Nebelmaschine, Licht und ja, Ton natürlich. Video übertragen, es gibt einen Livestream und kann man sich, glaube ich, auch hinterher noch angucken. Und das ist so die Podcaster-Community der ersten Welle, würde ich mal sagen. Oder, naja, vielleicht der zweiten Welle. Also die erste Welle war wahrscheinlich Bits und so, Kino und so. Und dann Tim Pritlove, die waren so 2005 schon irgendwie dabei. Oder 2006. Ich habe ja 2010 angefangen, deswegen 14 Jahre. Und wahrscheinlich war das eher so die zweite Welle. Wobei meinen allerersten Podcast habe ich ja aus dem Bandraum gemacht. Das war auch schon 2007 oder 2008, ich weiß nicht mehr. Ist ja auch egal. Zumindest war damals die ganze Podcasting-Welt noch nicht so groß und man hat sich sehr schnell vernetzt und gefunden und hat sich auch so die Bälle gegenseitig zugeworfen und sich geplackt wie blöd. Und aus dieser Zeit gibt es noch eine Community, die sich regelmäßig trifft und das ist eben auf dem Podstock. Und das ist sehr, sehr nett. Also es ist einfach sehr familiär. Und ich kann das auch verstehen, wenn man da gar nicht hingehen möchte, wenn man zu dieser Welle nicht dazugehört. Aber man kann da hingehen. Also es ist total offen. Da könnte auch, weiß nicht, Leute aus der neueren Podcast-Welle könnten dort hingehen und sehr viel Spaß haben und was lernen. Da finden halt so Workshops statt und ja, Kurse. Tim Pritlove war da und hat Editing-Techniken in Ultraschall
erklärt und Toby Mega hat Kapitelmarken erklärt. Und naja, also es gab so verschiedene Sachen, die man hätte lernen können, wenn man Podcaster ist. Und ja, das ist halt einfach eine schöne Ecke und das ist halt auch sehr künstlerisch und sehr inspirierend und irgendwie fühle ich mich da immer sehr wohl. Also das ist einfach eine nette Crew. Ich bin mit dem Sven, einem der Organisatoren, ganz liebe Grüße an Sven, Kulinarikast hat er früher gemacht, halt auch persönlich befreundet. Wir haben uns öfter mal getroffen, jetzt leider schon lange nicht mehr, aber hat sich halt eine Freundschaft entwickelt. Und Esel und Teddy waren jetzt zum ersten Mal da. Die sind ja schon 17 Jahre dabei, also fast 18 Jahre, fast volljährig der Podcast. Und da bin ich auch großer Fan und die habe ich auch damals über das Pottwichteln kennengelernt und so. Es war so, ja, die Leute, die man schon ewig kennt, aber vielleicht noch nie gesehen hat, konnte man da dann halt sehen. Und es gab eine Live-Esel und Teddy-Aufnahme. Da habe ich mich natürlich besonders drüber gefreut. Johannes Wolf war da, hat ein Hörspiel, Live-Hörspiel inszeniert mit verschiedenen Sprechern und es hat alles sehr viel Spaß gemacht. Genau. Einfach viele, viele nette Leute wieder gesehen und geklönt und gegessen. Und man zahlt irgendwie einen Beitrag und kriegt dafür dann aber Essen und Getränke sind dann da mit drin und es gibt ständig was. Und es gab Pizza aus dem Holzsteinofen und es gab irgendwie ganz viele Nudeln. Es gab Frühstück, als ich angekommen bin und es ist immer genug Mate da. Ja, alles gut sozusagen. So, und vielleicht wollt ihr da nächstes Jahr auch hin. Es war dieses Jahr zum ersten Mal am Dümmer See auf der Fläche von einem Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer See. Und das ist total cool. Da gibt es so Hobbithäuser, so Holzfässer. Sieht aus wie ein Saunafass. 10 Stück davon, wo man drin schlafen kann oder man kann zelten. Und im nächsten Jahr gibt es dann auch das Haupthaus dazu. Da gibt es eine ganz normale Jugendherberge, glaube ich, dann, wo man dann pennen kann. Gab aber auch Leute, die haben im Nachbardorf im richtigen Hotel, da gibt es dann so ein Landgasthaus, konnte man eben auch pennen. Und ich habe da gar nicht gepennt, ich bin einfach morgens hin. Es waren so gute 2 Stunden Fahrt und abends zurück. Habe das halt nur ein Tagesticket gemacht, weil vorgestern was war und heute ist wieder was und dann wollte ich halt nicht so unbedingt dort übernachten. Das hätte nicht so gut geklappt. Genau. Ja, also an dieser Stelle möchte ich die Chance ergreifen und mich ganz herzlich bedanken bei Sven, Sebastian, Branko, wer auch immer alles dabei war im Organisationskomitee, bei allen Helfern, die das möglich machen, dass es dieses Podstock-Festival gibt. Es war erst mein zweites Mal. Ich war vor 5 Jahren da, 2019, das letzte Mal vor der Pandemie. Danach gab es 2 oder 3 Jahre, wo es nur virtuell stattgefunden hat. Habe ich das so am Rande verfolgt. Aber jetzt nach 5 Jahren, dann zum 10-jährigen Jubiläum, war ich wieder da und das war schön. Ich hoffe, dass es nicht 5 Jahre dauert, bis ich wieder da bin. Dümmersee ist ja auch von hier aus leicht zu erreichen. Also mindestens ein Tagesticket will ich nächstes Jahr wieder schaffen. Ganz liebe Grüße an diese Podcast-Bubble, die mir sehr am Herzen liegt. Ja, dann komme ich mal jetzt zum eigentlichen Hauptteil der Episode. Reisebericht Cornwall. Ich hatte ja erzählt, dass wir an dem Freitag ein Auto gemietet hatten und nach Cornwall gefahren sind. Die Ankunft in Cornwall am Freitagabend war dann schon interessant. Wir mussten unser Airbnb suchen. Das war fast so eine Luxuswohnung wie in London, nur nicht ganz. Ein Badezimmer weniger sozusagen. Aber sehr schön. Es war über 2 Etagen. Aber wir mussten es erstmal finden. Also es war in so einem neuen Wohnkomplex. Newquay heißt die kleine Stadt, wo wir da gewohnt haben. Es fühlte sich so ein bisschen an wie Buchholz in der Nordheide. Also durchaus Stadt, also durchaus auch Fläche, wo irgendwie Leute wohnen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute in Newquay wohnen. Ich würde mal so auf 10.000 Leute tippen, Maximum. Ich könnte das natürlich mal eben googeln und rausfinden. Newquay hat 23.000 Einwohner tatsächlich.
Und das ist dann vielleicht tatsächlich vergleichbar mit Buchholz in der Nordheide. Ich muss mal gucken, wie viel hat denn Buchholz in der Nordheide hat. Das ist die Postleitzahl. Was ist die Einwohnerzahl da? 40.000. Na gut, ist also auch schon deutlich größer geworden, als ich das letzte Mal geguckt hatte. Buchholz ist hier so die nächste Stadt bei mir in der Nachbarschaft. Ist so 10 Kilometer weg. Tatsächlich erwähne ich die Stadt selten, weil ich mich halt als Hamburger fühle, obwohl ich quasi zwischen Hamburg und mir liegt noch Buchholz. Und da bin ich auch regelmäßig, also da finden auch Dinge statt aus meinem Leben. Meine Kinder sind dort zur Schule gegangen oder gehen noch. Und da gibt es ein kleines Kino und da kann man mal einkaufen. Da gibt es einen Asialaden, den es in Tausend nicht gibt und so. Also ja, aber arbeiten tue ich halt in Hamburg. Und wenn ich was Größeres einkaufen will, fahre ich nach Hamburg. Und irgendwie ist halt eher Hamburg mein Lebensmittelpunkt als Buchholz. Hamburg ist natürlich die Millionenstadt, 8 Millionen oder so Einwohner. Zweitgrößte Stadt Deutschlands. Und Buchholz ist eine eigenständige Stadt, fühlt sich aber manchmal eben doch auch als Satellitenstadt an. Es gibt eine Bahnlinie, die fährt von Hamburg nach Bremen. Und die führt eben auch durch Buchholz und auch durch Tosted. Eigentlich wohne ich ja in der Samtgemeinde Tosted, also Karkensdorf, wo ich wohne, gehört zur Samtgemeinde Tosted. Samtgemeinde ist so ein Konzept aus Niedersachsen, wo sich mehrere Gemeinden zusammenschließen, um einen gewissen Teil der Verwaltung gemeinsam zu erledigen. Gibt es einen Samtgemeindebürgermeister, der hauptamtlich gewählt wird. In anderen Bundesländern heißt das Einheitsgemeinde. Oder wird irgendwie anders organisiert. So, Karkensdorf, Samtgemeinde Tosted. Ich bin auch in Wisseed in der Samtgemeinde Tosted aufgewachsen. Deswegen ist Tosted natürlich auch Teil meines Lebens. Da bin ich auch oft. Meine Mama wohnt in Tosted mittlerweile. Besuche ich natürlich oft. Und muss ich mich noch melden? Habe ich mich heute noch gar nicht gemeldet. Ist Wochenende. Tobi, melde dich bei deiner Mama. Naja, und ja, so. Tosted ist aber halt nochmal kleiner. Der Grund, warum Tosted kleiner ist als Buchholz, ist, dass die Tosteder damals, als die Bahnlinie gebaut worden ist, gesagt haben, ja, Bahnhof, okay, aber so ein bisschen außerhalb. Also die Bahn, der Bahnhof in Tosted ist nicht wirklich zentral gewesen. Mittlerweile ist natürlich Tosted über den Bahnhof hinaus gewachsen, aber als der Bahnhof gebaut worden ist, war der so ein bisschen außerhalb. Und Buchholz hat das anders gemacht. Die haben gesagt, klar, Bahnhof mitten rein. Und es gibt halt die Theorie, ich weiß nicht, ob das schon wissenschaftlich untersucht worden ist, aber dass Buchholz deswegen stärker gewachsen ist als Tosted. Also Buchholz ist natürlich auch näher dran an Hamburg, vielleicht liegt es auch daran. Aber das sind eigentlich nur so 11-12 Kilometer, die das näher dran ist an Hamburg. Es macht eigentlich keinen großen Unterschied. Es macht aber einen Unterschied, ob man mit der Bahn schnell reinkommt oder nicht. Und die Tosteder fanden die Bahn voll irgendwie doof. Die waren wohl eher so, wir wollen Dorf bleiben und Industrialisierung brauchen wir nicht. Ich weiß auch gar nicht, wann die Bahnlinie gebaut worden ist. Das google ich jetzt auch nicht. Ich wollte euch auch gar nichts über Buchholz und Tosted erzählen. Ich wollte euch ja was über Cornwall erzählen. Wie gesagt, Newquay fühlt sich ja so ein bisschen an wie Buchholz, so Kleinstadt. So, und durchaus auch durch Tourismus geprägt, wie alles in Cornwall, wo es irgendwie schön ist. Und Newquay fühlte sich dann so ein bisschen an wie, hier sind so die bisschen auch Alternativen. Da waren viele Punks unterwegs und sowas und Surfer. Also Cornwall ist ja auch bei Surfern sehr beliebt, also nicht Windsurfing, sondern Wellenreiten surfen. Und das ist ja so ein bisschen so die Community da. Genau. Und trotzdem gibt es natürlich dann auch die schicken Ferienhäuser für vielleicht die älteren Surfer, also die dann nicht in der Jugendherberge wohnen wollen. Und wir haben in so einem Airbnb im Norden von Newquay gewohnt, ein bisschen so auf der Klippe sozusagen, also nach oben raus. Und das war sehr schön. Wir konnten von unserem Balkon direkt aufs Meer gucken. Es war so ein bisschen regnerisch dann. In London hatten wir sehr fantastisches, heißes Wetter. Und in Newquay kamen wir an. Das war schon so ein bisschen grau. Es war natürlich auch am Abend. Wir haben einen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen am ersten Abend. Und
Ja, da haben wir dann auch gar nichts großartig weiter unternommen. Stattdessen haben wir uns gesagt, jetzt haben wir 5 Tage in London Highlife in Tüten gehabt, jetzt wollen wir mal entspannen und ankommen und einfach nur irgendwie atmen. Haben uns dann auch entsprechend für den Samstag nichts vorgenommen und das passte auch ganz gut, denn am Samstag, komme ich mal jetzt zum Samstag, hat es geregnet. So, es war so genau der richtige Tag, um einfach nur rumzugammeln. Ich habe den Tag damit begonnen, joggen zu gehen. Ihr kennt das, wenn ich irgendwo bin und mich erstmal umgucken will, gehe ich ganz gerne joggen. Und das sind jetzt auch die ersten Fotos. Also es gibt wieder ein Fotoalbum. Das findet ihr unter mik.fm/ep559, also mik.fm/ep559. Das ist die Episodennummer. Da ist das verlinkt. Einfach auf die Bilder klicken und dann seid ihr im Fotoalbum. Und die ersten Bilder habe ich beim Joggen gemacht, als ich den ersten Tag dann losgelaufen bin. Ich bin von Newquay Richtung Norden gelaufen. Ich mache mal eben Google Maps auf und kann euch sagen, wie die Richtung da eigentlich hieß. Newquay, Vereinigtes Königreich, genau. Und wir haben da One Lusty Glaze, hieß der Wohnkomplex. Und ich bin in Richtung Trevelg gelaufen, also Porth Beach. Das erste Foto, was ihr seht, ist der Newquay Beach. Und der im Regen sieht halt so aus. Und danach kommt dann diese wunderschöne Küste. Ich liebe ja steile Küste, Klippen, grün bewachsen, ein bisschen abgebrochen. Das finde ich großartig. Und da habe ich beim Joggen immer mal Päuschen gemacht und ein kleines Foto. Ja, das dritte Foto ist Richtung Süden fotografiert. Das ist ein kleiner Leuchtturm, der heißt Hoers Hut. Ja, genau. Historical Landmark. Ich weiß gar nicht, was das ist. So ein 14. Jahrhundert Gebäude. Ist das so? Nee, Entschuldigung, das stimmt gar nicht. Das ist gar nicht der Hoers Hut, den ich da fotografiert habe, sondern Headland, eine Touristenattraktion. Weiß nicht, wann das gebaut wurde. Ist deutlich neuer. Das ist quasi, wenn man einmal durch die Newquay-Bucht durchguckt, sozusagen auf der anderen Seite, ist dann das zu sehen. Und ich muss sagen, beim Joggen habe ich tatsächlich nur, habe ich gar keine Fotos gemacht. Die sind alle gar nicht beim Jogging entstanden. Entschuldigung. Doch das erste Foto mit dem Strand ist beim Jogging entstanden. Das zweite schon nicht mehr. Da hatte ich dann meine große Kamera dabei mit dem langen Objektiv. Das war dann nach dem Joggen. Also Joggen, wie gesagt, bin ich dann einmal irgendwie Richtung Norden im strömenden Regen und einmal durch irgendwie 2 Buchten durch und das war irgendwie ganz hübsch und malerisch und dann weiß ich nicht, war ich aber auch relativ schnell wieder, bin ich wieder zurückgelaufen. 5 Kilometer vielleicht oder so. Und dann habe ich Frühstück geholt, haben wir gefrühstückt. Und tatsächlich hat Sky den ganzen Tag das Haus nicht verlassen. Mareile, Steff und ich sind dann aber nochmal runtergegangen in die Stadt, weil wir nochmal gucken wollten, was es denn da so gibt. Einfach nur in die Stadt runterspazieren. Und das war total cool. Da sind dann auch diese Fotos entstanden. Das vierte Foto zeigt ein altes Hotel, Arrowcliff Hotel, völlig verfallen und offensichtlich nicht mehr in Betrieb oder aktuell nicht in Betrieb. Keine Ahnung, was sie damit machen. Dann haben wir so, ja, ein bisschen Surfer gesehen. Ich habe Surfer fotografiert und auch mit reingestellt und haben dann auf einmal jemanden singen gehört und das war sehr laut. Wir haben zuerst gar keine Musik gehört, sondern nur die Stimme und dachten, oh wow, da hat aber jemand Spaß und sind dann näher gekommen, es wurde immer lauter und hat aber sehr viel Spaß und irgendwie klang das dann doch nach eher nach Veranstaltung als nach, da singt einfach jemand. Wir haben auch Musik gehört, dachten, okay, hat jemand vielleicht irgendwie, ne, weiß nicht, so ein Bluetooth-Box oder so und singt dazu irgendwie laut. Und dann kam man noch näher und es wurde noch lauter und dann wurde es auch voller. Dann wurde uns klar, nee, das ist eine große Bühne. Was ist denn hier los? Und dann war zufällig gerade Pride Celebration. Also keine
kein CSD, also keine Parade, keine Pride Parade, sondern CSD heißt das ja übrigens auch nur in Deutschland. Ne? Überall sonst auf der Welt heißt es Pride Celebration und so. Also ein Fest für Vielfalt, sexuelle Selbstbestimmung und LGBTQIA+. Und da war eine große Bühne aufgebaut mit einer Drag Queen, die da gerade am Singen war, hat Kinder mit auf die Bühne raufgeholt und die haben dann What the Fox Says gesungen. Ich habe es immer wieder als Kopf, als Ohrwurm, sobald ich dieses Bild sehe, wie sie da gesungen haben. Und eine lustige Menschenmenge davor, die alle Spaß gehabt haben. Und dann um die Fläche, wo dann, also vor der Bühne war natürlich ein Platz für Leute. Und drumherum lauter Buden mit Verkaufsständen, wo die Leute dann lustige Regenbogenpins und kleine Büchlein und so Kram einfach verkauft haben. Also alles eher so handwerkskunstmäßig, eher klein. Sie waren durchaus professionell, aber es war nicht so wie, also wenn ihr in Tostedt Flohmarkt ist, das ist ja auch so eine Riesenveranstaltung, dann gibt es natürlich den normalen Flohmarktstand, wo die Nachbarn einen Tapeziertisch draußen hinstellen und dann Kinderklamotten, alte Gläser und sowas verkaufen. Und dann gibt es aber auch die Profis. Und die kommen halt mit einem professionellen Verkaufswagen und haben halt einfach lauter in China produzierten Quatsch irgendwie oder so. Also es gibt dann die Profis, die von Markt zu Markt fahren und dann versuchen irgendwie, weiß nicht, Fake-T-Shirts zu verkaufen oder so. Das ist hier in Deutschland irgendwie, sehe ich das überall, wo solche Märkte sind, gibt es dann diese Profis, die dann da versuchen, gegen wenig Standgeld irgendwelchen Kram zu verkaufen. Das interessiert mich dann irgendwie meistens nicht so. Und dort in UK auf dem Pride-Event waren aber, das war, die hatten halt, naja, so, schon so Zelte mitgebracht, dann, falls es regnet, es hat ja auch geregnet, nicht alles nass wird, aber das sah so aus wie, ja, also ich mache das zwar professionell, aber ich bin jetzt nicht der Profi, der hier Massenware herstellt, sondern ich hab halt alles mitgebracht, was ich in den letzten 6 Monaten gebastelt habe und das sind irgendwie, weiß nicht, so und so viele Dinge und die kannst du dann irgendwie kaufen. Also irgendwie klein und gemütlich und schön und das war total nett. Also ich habe mich da extrem wohl gefühlt, das war total klasse. Und dann gab es in der Mitte, gab es noch einen Bereich, der war abgesperrt und auch mit so extra Zelten. Und dann dachte ich, was ist das denn, so ein VIP-Bereich oder so? Aber dafür war es irgendwie zu weit weg von der Bühne. Also zwischen diesem abgesperrten Bereich, wo dann noch so kleine Zeltchen waren. Und ich glaube, da waren auch Bierzeltgarnituren oder so. Und der Bühne war halt auch nochmal ordentlich Platz. Aber es standen halt Ordner an diesem abgesperrten Bereich. Und das hat mich halt echt irritiert. Was ist denn hier los? Also wer darf denn da rein und wer nicht? Hab aber auch kein Muster erkannt bei den Leuten, die dann reingelassen worden sind. Hatten auch kein Bändchen oder so. Und dann bin ich zu den Ordnern gegangen und habe gefragt, Entschuldigung, warum ist hier abgesperrt und was bedeutet das? Und der hat mich nur völlig irritiert angeguckt und hat gesagt, siehst du, da gibt's Alkohol. Ich so, ach so. Anscheinend ist das auf Volksfesten in England so, dass es Alkohol nur in abgetrennten Bereichen gibt und in diesen abgetrennten Bereich dürfen halt auch nur Leute rein, die älter sind als 18 Jahre. So, und das gibt's ja auch in Kneipen steht halt immer, wenn du nicht aussiehst, als wärst du älter als 25, werden wir dich nach dem Ausweis fragen. Das ist halt so, damit es irgendwie klar ist, wenn man irgendwie 22 ist, aber vielleicht aussieht wie 17 oder so, dass man dann nach dem Ausweis gefragt wird, soll halt kein Affront sein, sondern einfach so, hey, so, wenn du nicht offensichtlich älter als 25 bist oder so, dann fragen wir dich nach dem Ausweis und das heißt aber nicht, dass wir glauben, du bist irgendwie 17. Das heißt, wir glauben, vielleicht bist du irgendwas zwischen 17 und 22 oder so und dann wirst du halt gefragt. So, und das fand ich total gut. Das ist ja in Deutschland nicht so. Wenn in Deutschland ein Volksfest ist, wo ein Kinderkarussell oder so ist, dann ist direkt daneben möglicherweise ein Bierstand. Und also Alkoholkonsum und Kinderbespaßung findet im gleichen, also nicht getrennt voneinander statt. So, und das ist in Deutschland halt ganz normal und in England halt nicht. So, in England wird das halt stärker getrennt und ich fand das total super,
dass da halt einfach steht, ja, nee, wenn du Alkohol trinken willst, kannst du es machen, gehst hier rein, aber du nimmst den Alkohol bitte auch nicht mit raus. Also man kann schon nicht mit seinem Bierchen irgendwie zu den Kindern gehen. Und da waren halt viele Kinder da. Also die Kinder haben wahnsinnig viel Spaß gehabt auf dieser Pride Celebration. Und das fand ich super. Also es hat dem Ganzen halt so einen durchaus familiären Charakter gegeben. Und ja, wenn du halt Alkohol trinken willst, dann kannst du es hier machen, aber mach das hier in dieser Ecke. Es war auch keine schämliche Ecke, es war auch eine schöne Ecke, aber es war halt getrennt und das fand ich total gut. Sollten wir in Deutschland vielleicht auch mal drüber nachdenken. Ja, genau. Hübsche Fotos von Drag Queens. Es gab ein großes Pride-Logo, wo die Leute sich davor fotografiert haben, mit irgendwie Klippen dahinter. Habe ich auch fotografiert. Gab noch mehr Drag Queens. Genau, und das war es dann auch schon. Mehr haben wir nicht gemacht. Wir sind wieder hochgelaufen. Und als wir dann wieder zurückfahren, war der Tag auch schon vorbei. Und dann haben wir noch einen Sonnenuntergang gesehen. Also das war der Blick von unserem Balkon, dieser Sonnenuntergang. iPhone-Foto genommen. Interessant. Also, nee, ich habe erst ein iPhone-Foto, Sonnenuntergang, dann habe ich nochmal einen Blick auf das Hotel gemacht. Wenn wir quasi einmal durch die Bucht von Yucay durchgeguckt haben, haben wir auf das, wie heißt denn das? Ist das hier The Headland? Nee. The Atlantic Hotel, genau, Atlantic Hotel in Yucay. Das ist so ein Riesending und ist halt so ein bisschen auf dem Hügel, deswegen kann man es dann ganz gut sehen. Und das ja, sah irgendwie schick aus. Habe ich dann da fotografiert. Genau, und dann habe ich auch noch mit meiner langen Linse ein Sonnenuntergangsfoto gemacht, wie die Sonne gerade im Meer versinkt. Ich habe leider keinen grünen Blitz gesehen. Ich möchte so gerne mal bei einem Sonnenuntergang einen grünen Blitz sehen und das sieht man halt nur, wenn die Sonne im Meer versinkt und dann keine Wolken sind und dann alle Umstände gut zueinander passen. Ja, genau. Das waren auch schon alle Fotos vom Samstag. Das war auch alles, was wir am Samstag gemacht haben. Am Sonntag hatten wir vor, eine Rundreise zu machen. Und das haben wir auch gemacht. Wir sind morgens früh losgegangen, fahren vor dem Frühstück, sind wir losgefahren nach, wie hieß das Örtchen? St. Ives, genau. Also das erste Foto, was ihr dann vom Sonntag seht, ist ein Strand. Und das ist in St. Ives. Da war das Wetter dann offensichtlich schon wieder deutlich besser. Leute im Badeanzug, Leute im Wasser tatsächlich. Die Surfer im Wasser, aber natürlich mit Neoprenanzug. Das ist in St. Ives. Genau. Und das erste Bild von der kleinen Gasse, das ist dann eben auch in St. Ives. St. Ives ist ein kleines Dörfchen an der Nordküste von Cornwall. Das ist so ein Künstlerdorf. Also da gibt es dann eben auch eine Tate Gallery. Und das ist quasi, da finden sich so alles, was so, alle, die so künstlich sind. Und da waren wir frühstücken im Scoff Trough Café. Das war ein sehr nettes kleines Café, was ich da gefunden hatte, mit einer guten Bewertung, 4,5. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Bewertung da schon abgegeben habe. Mache ich eigentlich immer ganz gerne. Ist hundefreundlich. Also wir waren da drin, es waren auch gleich irgendwie links und rechts von uns waren Hunde mit an den Tischen. Sehr nett. Und ja, also St. Ives ist so ein wirklich kleines, verträumtes Dörfchen mit kleinen Gassen. Und das erste Foto, was ich da habe von diesen Gassen, das stellt das ganz schick dar, weil es eben auch so ein paar Künstlerlädchen und sowas irgendwie da gibt. Genau, das nächste Foto ist aus dem, das könnte ich da vielleicht einfach mal posten, Scoff Trough Café. Ein Kakao mit ordentlich Marshmallows drin. So macht man das dort. Und danach sind wir so ein bisschen durch den Ort gelatscht. Ich habe meine Zweitkamera, die ZF, habe ich, wer hatte die denn an dem Tag? Ich glaube, Mareile hatte die.
oder Sky. Eins von meinen Kindern hatte die. Und deswegen bin ich dann auch mal mit drauf auf den Fotos von hinten, wie ich da durch die Straßen von St. Ives latsche. Ja, hübsche Gässchen. Kann man dann noch irgendwie raus zum Strand und so. Und das ist ein wirklich schöner Ort. Also zum länger dort aufhalten würde ich, glaube ich, lieber Urlaub in St. Ives machen als in Newquay. Newquay ist größer, hat wahrscheinlich auch mehr irgendwie anzubieten an, weiß nicht, Geschäften zum Surferklamotten kaufen oder an Kneipen und so. St. Ives hat mehr so Cafés und ich weiß nicht, was es da noch alles gibt. Also ich habe jetzt nicht alles angeguckt. Ist halt deutlich kleiner. Ist aber irgendwie szenisch schöner. Also ich mochte die Stimmung in St. Ives, mochte ich irgendwie deutlich lieber. Ja, es war gerade Ebbe, im Hafen lagen die Boote irgendwie alle trocken. Auf dem Sand, da gibt es auch ein schönes Bild von. Sieht lustig aus, wenn du so einen Hafen siehst und die ganzen kleinen Motorboote und Segeljollen und so, die liegen dann alle da auf dem Trocknen. Da muss man halt auf die Flut warten, bis sie wieder losgeht. Da ist auch so eine Alkohol-Control-Zone gewesen. Ich habe das Bild mal fotografiert. Fand ich ganz cool. Da steht drauf, Alkohol-Control-Zone. If you continue to drink alcohol in this area when asked not to do so by a police officer, you are liable on conviction to a maximum fine of £500. You may be arrested if you fail to surrender any alcohol to a police officer in this area. Also zu Deutsch, wenn du in dieser Zone dazu aufgefordert wirst, kein Alkohol zu trinken und es dann trotzdem tust, dann musst du irgendwie bis zu 500 Pfund Strafe zahlen. Und wenn du dann Alkohol nicht abgibst, dann könntest du verhaftet werden. Also Alkoholgesetze in England deutlich schärfer als in Deutschland. Und ich find's gut. Also könnte auch bei uns helfen. Ja, habe ich noch ein paar Fotos von den Booten am Strand gemacht und irgendwie fand ich das ganz nett. Genau, St. Ives vom Hafen aus gesehen, hübsche Flaggen, hübsche Häuschen. Ach, ich habe das da sehr genossen. Also es war ein schöner Ort. Und dann gab es noch so einen kleinen ein Kunstwerk, der unsichtbare Mann. Also da hat jemand auf so einem Draht eine Mütze in die Luft gestellt, eine Hose an die Wand genagelt und unten zwei Sandalen hingestellt und dann unten ein Schild gemacht, The Invisible Man St. Ives. Und dann konnte man da eine kleine Spende einwerfen und ein Foto machen. Und eins meiner Kinder hat ein Foto von mir mit dem unsichtbaren Mann gemacht vor dem Meer. Sehr lustig. Genau, und da wurde ich fotografiert, wie ich gerade eine Pflanze fotografiere. Müssen wir mal rausgucken. Ich glaube, die heißen Anium. Sieht man in südlichen Ländern viel an so Mauern wachsen und so. Und gibt es in Cornwall, habe ich auch sehr viele davon gesehen. Auf Deutsch finde ich hier gerade Rosettendickblatt. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Name dafür ist. Sehr hübsche Pflanze, finde ich. Ich war mal in 2000 oder so. 99, 2000 war ich auf Madeira und da wuchsen die am Straßenrand und dann lag da ein frisch abgebrochenes, ein Ableger sozusagen davon rum und den habe ich dann mit nach Hause genommen und dann auch lange hier weiter gepflegt. Konnte man irgendwie ganz gut machen. So, hübsche Pflanze und ja, die gab es dort viel und hier wurde ich dabei dokumentiert, wie ich das quasi fotografiert habe. Dann gibt es in St. Ives noch ein St. Ives Head, ist das, glaube ich? Ja, genau, da konnte man irgendwie hochlatschen mit einer kleinen Kapelle oben drauf, St. Nicholas Chapel. Auch ein paar Fotos gemacht. Von dort kann man auch nochmal den anderen Strand fotografieren. Eine Möwe, die oben auf der Kapelle drauf sitzt. Ja, genau. Genau, das war St. Ives. Wir sind dann weitergefahren, ganz in den Westen von Cornwall. Und der nächste Stopp war am Cape Cornwall. Das ist dann irgendwie wahrscheinlich auch wieder der westlichste Punkt. Nein, es gibt irgendwie viele westliche Punkte. Also so eine kleine
Ausbuchtung nach Westen ist noch nicht der ganz westlichste Punkt, da komme ich dann gleich hin. Cape Cornwall, einfach ein schöner Aussichtspunkt. Und gibt es einen kleinen Parkplatz, einen kleinen Café. Und Stefan und ich sind dann hochgelatscht, da ging es also ein bisschen steil hoch zum National Trust, Cape Cornwall. Die Mädels sind unten geblieben. Da hat Steffen ein Foto von mir gemacht, wie ich da in Cornwall ausgesehen habe. Da hatte ich dann meine Fotoausrüstung ein bisschen anders. Nicht sehr vorteilhaft in einem grünen T-Shirt, was ich da irgendwie vor meinen Bauch spanne. Aber da seht ihr mal meine Fotoausrüstung mit dem Geschirr, weil ich habe nicht nur einen Kameragurt dabei gehabt, sondern eben auch so ein rucksackartiges Geschirr, wo dann links und rechts Anschlüsse dran sind, die heißen Quick Release, glaube ich. Nee, wie heißen die denn? Ja, ich glaube, das kommt eigentlich auch aus der Waffenwelt. Also das trägt man dann, wenn man irgendwie ein Gewehr irgendwie transportieren will. Und ich schieße ja nur Fotos und keine Kugeln. Trotzdem gibt es die Anschlüsse eben auch für Kameras und Objektive. Und da hatte ich halt auf der rechten Seite immer dann meine Kamera baumeln mit einem kleineren Objektiv dran und das große Objektiv, mein 180 bis 600 mm Objektiv dann an der rechten Seite. Das verteilt dann das Gewicht ganz gut, wenn ich halt so ein Rucksackgeschirr sozusagen habe. Und damit kann ich dann ganz gut wandern. Wir haben da jetzt keine großen Wanderstrecken zurückgelegt. Das war jetzt nicht irgendwie wirklich weit, was wir da gelaufen sind. Aber es ist halt ganz praktisch, wenn man beides schnell zugreifbar hat. Also sowohl die Kamera mit der kleinen Linse als auch die große Linse. Muss man die kleine Linse natürlich kurz irgendwo lassen. Wenn man die große Linse dran machen will, wenn zum Beispiel irgendwo Vögel nisten, die man mit der langen Linse fotografieren will oder eine Insel in entsprechender Entfernung ist, die man mit einem Teleobjektiv fotografieren will. Da braucht man dann die lange Linse. So sah ich da aus. Ja, genau. Und dann das nächste Bild ist auch eins mit der langen Linse. Ein Felsen, da sind jetzt keine Vögel drauf, aber ich finde die Felsen da so geil. Das ist einfach, das ist Landschaft, die ich mag. Felsen und Wasser. Ja. Das nächste Bild nach dem Close-up auf den Felsen ist dann wieder mit dem 40mm Objektiv gemacht. Das ist an der ZF dann gewesen. Das heißt, da war ein Kind am Fotografieren. Dann komme wieder ich mit der langen Linse und dem Leuchtturm. Da sitzen richtig viele Vögel drauf. Wenn man ganz nah ranzoomt, kann man die auch sehen. Genau, und dann das nächste Bild ist dann aber schon, ach nee, ich glaube, der Leuchtturm ist auch schon Land's End. Das war dann quasi schon wieder der nächste Stopp. Wir sind dann weitergefahren. Sehr schönes Bild. Dangerous Cliffs, eine Warnung, dass man dort nicht runterfallen soll. Und davor stand gerade eine Person mit Zopf und gebrochenem Bein in der Schiene und Krücken. Dangerous Cliffs und Krücken fand ich total gut. Ein Mädchen oder so. Genau, the first and last refreshment house in England, das ist in Land's End. Und da steht dann wirklich, hier ist der westlichste Punkt der britischen Insel, der Hauptinsel, also von England sozusagen. Ich weiß nicht, ob Wales, nee, Wales ist nicht westlich, ist was auch immer, irgendein westlichster Punkt ist ja immer. Diese schwarze Flagge mit dem weißen Kreuz ist die Flagge von Cornwall, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das war, also Land's End ist ein riesen Aussichtspunkt mit ganz großem Parkplatz und man kommt da an und dann ist da erstmal so wie, weiß nicht, am Pier in San Francisco oder so. Also es ist also mit Kinderbespaßung und Touri-Shop und sehr rummelig, sehr voll. Habe ich mich gar nicht so wohl gefühlt. Man konnte sich aber anstatt dann vom Ankunftsort in Land's End nach Norden, wo dieses First and Last Refreshment House war, konnte man dann auch nach Süden gehen. Das waren dann kleinere Wanderwege und das haben wir da auch gemacht. Und da war es sofort viel ruhiger und viel schöner. Ein paar Fotos von den Klippen da gemacht und so. Könnt ihr einfach durchscrollen. Ein paar Vögel habe ich entdeckt, diese schwarzen. Weiß nicht, sind das Basstölpel? Nee, weiß nicht, was das für Vögel sind, die da auf den Klippen saßen. Aber auch irgendwie im Meer so eine hellgrüne Fläche, keine Ahnung, was da für
ein Stein unten drin lag oder so. Alles ganz cool. Ein Foto, ein Selfie von mir, wie ich direkt an der Klippe stehe. Hinter mir geht's steil runter. Nein, so gefährlich, wie ich da geguckt habe, war es dann nicht, aber es war sehr cool. Die Kletterer allerdings, die ich fotografiert habe mit dem langen Teleobjektiv, das sah schon sehr gefährlich aus, wie die da geklettert sind auf dem nächsten Bild. Ja, ein altes Schieferdach mit ganz viel, das ist ja nicht Moos, das ist ja Flechte, oder? Dieses hellgrün. Ich fand diesen Farbkontrast so cool mit der lila Heide im Hintergrund, das graue Steinhaus und dann das Dach eigentlich schwarz, aber dann eben mit diesen hellgrün, gelbgrünen Flechten drauf. Sehr schön. Das nächste Bild, oh, mach ich mal eine Kapitelmarke, ist dann auch am Land's End, ist dann, wenn man dort quasi nach Süden ein bisschen spaziert, ein kleiner Zoo oder sowas. Also sind irgendwie ein paar Tiere und auch ein paar Lädchen. Unter anderem ein Ringschmied. Jetzt habe ich vergessen, wie der Ringschmied heißt. Steht das hier vielleicht irgendwie? Greep Farm, das könnte sein, dass das die Greep Farm ist, glaube ich. Ja, genau. Erstes Bild von der Greep Farm ist übrigens genau dieses Flechtendach, was ich auch fotografiert hatte. Dann gibt es da halt so ein paar Alpakas und Esel und weiß ich nicht, was man da fotografieren kann. Und da, wo die Greep Farm ist, da ist auch so ein Craft Workshop, Gift Shop. Und da, ich habe vergessen, wie er heißt. Er hat sich so als Pirat ausgegeben, der eine Katze hatte. Und der ist Ringschmied. Also der hat da Silberringe selbst hergestellt und eben auch verkauft. Verschiedenen Mustern. Und ja, also meine Familie mag dann ganz gerne nach Ringen schauen und meine Kinder lieben Ringe, meine Frau mag auch Ringe. Ich mag eigentlich auch Ringe, aber ich finde halt nie was, was dann so richtig irgendwie für mich passt. Und er sah das halt, dass ich dann halt auch mal geguckt habe und die Ringe, die er dort hatte, die waren halt alle so klein. Dann sagte er gleich so, ja, welchen magst du denn? Ich so, oh, nee, jetzt, was kommt denn jetzt? War mir kurz ein bisschen unangenehm und ich dachte, jetzt will er uns irgendwie was aufschnacken. Wollte er auch. Er hat gesagt, so, such dir ein Muster aus. Ich mach dir einen Ring. Das geht schnell. So, fertigen wir den halt extra für dich an. Und da habe ich nochmal geguckt. Die waren nicht teuer. Also das waren was 25 Pfund für einen Echt-Silber-Ring. War jetzt natürlich nicht irgendwie das aufwendigste Modell und nicht das schönste und wertvollste oder so. Aber es war jetzt auch nicht übertrieben teuer. Und es war halt einfach ein Typ, der da irgendwie eine Werkstatt hatte und schmutzige Fingernägel, wie man sieht auf dem Foto, hat das dann halt mich gewonnen. Habe ich gesagt, na gut, dann dieses Muster, also so ein Stempelmuster, fand ich dann ganz schick und hat da meinen Finger ausgemessen und mir dann dort ein entsprechendes Stück von seinem Silbertart abgeschnitten und den Ringschmiedeprozess, also den Ring zu schließen, also diesen Silberdraht schließen mit ein bisschen Silberlötzeugs, keine Ahnung wie das geht, und so eine so eine Lötpistole. Das hat dann meine Frau gemacht, hat dann meine Frau geguckt und gefragt, komm mal her, mach du mal. So, weil die Person, die den Ring schließt, ist dann quasi der Ringschmied. Habe ich auch ein Foto gemacht, wie dann meine Frau quasi da die Pistole drauf hält und der Ring sich schließt und jetzt hat meine Frau mir einen Ring geschmiedet. Er hat natürlich die ganze Arbeit gemacht, meine Frau hat nur kurz diese Pistole gehalten, hat das dann irgendwie alles schön poliert und dann eben auch gestempelt. Man sieht, wie der Stempel quasi das Muster dann in den Ring reinschlägt, also der erste Schlag habe ich da fotografiert, da ist der Ring doch ganz rund und danach sieht man dann wieder ein Muster quasi drauf gestempelt wird auf diesen Ring. Ja, und den Ring trage ich jetzt. Er war irritiert, dass ich den am Ringfinger an der linken Hand trage. Oh, sogar als Ehering. Nein, wir Deutschen tragen Eheringe rechts, alle anderen Länder tragen den Ehering links. Keine Ahnung, warum das so ist. Wir haben es. Es gibt ja auch Leute in Deutschland, die sagen, nein, wir sind total international und wir tragen auch unsere Eheringe links. Man muss ja gar keinen Ehering tragen. Man kann ja auch heiraten, ohne einen Ehering zu tragen. Wir haben gesagt, wir sind traditionell und
tragen ihn rechts. Und dann habe ich eben dort auch einen Ring für meinen linken Ringfinger bekommen. Ja, auf dem zweiten Foto kann man auch das Stempelmuster von seinem Stempel da ganz gut erkennen. Genau. So, man hat er so lange dran rumgedengelt, bis er gepasst hat. Von dort aus kann man dann eben auch, so, da steht ja sogar dran, Grebe Exotics. Keine Ahnung, was da für exotische Tiere sind. Wir sind nicht in den Zoo reingegangen, die wollten irgendwie 8 Pfund Eintritt oder so, damit man, weiß nicht, näher an die Alpakas ran kann. Ich weiß nicht genau, was da für Tiere sind. Das haben wir nicht gemacht. Wir sind dann da noch ein bisschen weiter gegangen. Der Pirat hat gesagt, geht mal noch ein bisschen weiter, weil dann kommt der Blick, dass ihr quasi durch dieses Loch durchgucken könnt. Auf einem der nächsten Bilder, TZ8 1037, seht ihr dann, wie der, genau, der Leuchtturm, den ich anfangs meinte, das ist quasi der Leuchtturm da am Lands End. Im Hintergrund ist der und im Vordergrund seht ihr eine Felsformation im Wasser, wo quasi ein Tunnel drin ist und dahinter noch eine Felsformation. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, muss ich sagen. Genau, habe ich mich selber auch nochmal mit genau dieser Formation Selfie gemacht, weil es mir dort so gut gefallen hat. Ja. Auf dem Weg zurück sind wir dann an einem Felsen vorbeigekommen. Da steht meine Frau gerade und guckt. Und ich finde, der Felsen sieht aus wie ein Entenkopf. Also ein großer Fels und da drüber liegt so ein Entenkopf. Vielleicht guckt die Ente gerade nach hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Ich habe da sofort einen Entenkopf gesehen. Vielleicht seht ihr es ja auch. Genau, Cornwall-Flagge mit Piratenflagge. Da habe ich meinen Ring geschmiedet bekommen. Es gibt schöne kleine Spazierwege. Also wandern ist das alles nicht wirklich so. Ja. Aber wenn man zu den Piraten will und sich einen Ring schmieden lassen will, ist Lands End auf jeden Fall ein Stopp wert. Und wenn man, wie gesagt, ein bisschen nach Süden rausläuft, dann sieht man da diese ziemlich coolen Felsformationen. Das lohnt sich. Was sich richtig lohnt, ist unser nächster Stop gewesen. Und den hat Mareile ausgesucht. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Kinder die Reiseplanung eher über TikTok machen als über auf Papier gedruckte Reiseführer. Und Mareile hat halt nach Cornwall gesucht, irgendwie auf TikTok oder nach Beach oder so, und hat den Paddon Founder Beach gefunden. Paddon Founder Beach. Und da wollten wir dahin. Und das war auch schon schwierig zu erreichen. Also die Fahrt dorthin war interessant, sag ich mal. Wir waren vorher noch beim Minnek Theater, da kamen wir aber gar nicht hin. Also da war schon die Straße gesperrt, irgendwie war alles irgendwie fürchterlich voll. Minnek Theater wäre ich gerne hingefahren. Das ist so ein Freilufttheater direkt an der Klippe. Und das haben wir nicht geschafft. Stattdessen sind wir dann zum Paddon Founder Beach. Da konnte man dann irgendwo parken und musste dann aber noch eine ganze Weile laufen. Das war eine richtige Wanderung, zu diesem Paddon Founder Beach hinzukommen. Aber das hat sich richtig gelohnt. Und ich muss sagen, TikTok ist vielleicht doch gar keine so schlechte Quelle für Reiseempfehlungen. Denn das war der abgefahrenste Strand, an dem ich je war, denn der war es wirklich unter den Klippen sozusagen. Also man sah dann irgendwann nach, weiß nicht, Viertelstunde Wandern oder so, sah man halt unten diesen Strand und man war halt wirklich sehr viel weiter oben. Also ich glaube, man kann das erkennen auf dem ersten Foto. Es war der erste Blick auf den Strand, den wir dann hatten. Also Wasser mit Klippen und unten auf einmal ein weißer Strand und das blau-türkiseste, klarste Wasser, was man sich irgendwie vorstellen kann. So, aber um dahin zu kommen, muss man dann tatsächlich die Klippe runterklettern, sozusagen. Und das war ziemlich abenteuerlich. Also es gibt eine ganze Weile, gibt es dann noch so einen Wanderweg, der dann so ein Serpentin da irgendwie runterführt, aber das war auch schon anstrengend. Und das war irgendwie eine halbe Stunde oder so, die wir dann da runtergewandert sind und dann die letzten Meter, da stehen auch so Schilder, oh, dieser Weg ist gesperrt, nimm mal die alternative Route oder so. Ab hier gibt es jetzt keinen gefestigten Weg mehr so. Da musste man wirklich die Klippe runterklettern, also Steine runterklettern, um an diesen Strand zu kommen. Aber wie ihr auf den Fotos seht, war da ganz gut was los. Also da waren vielleicht so 20 Leute am Strand.
auch nicht nur Locals, also wir haben auch Deutsche gehört, die sich da unterhalten haben. Und das war mega. Also das war richtig, richtig toll. Ich hatte hier nochmal ein Foto von Caution. The way ahead is dangerous. Also auf dem Wanderweg gibt es dann eben auch Warnungen, dass man da irgendwie nicht unbedingt hinlaufen soll. Unglaubliches Erlebnis, dort runter zu klettern und an diesem Strand zu sein. Ich hatte leider keine Badehose dabei und bin dann einfach in Unterhose ins Wasser gegangen, weil ich einmal unbedingt an diesem Strand ins Wasser gehen musste. Einmal kurz geschwommen. Das Wasser war ziemlich kalt. Kann schon verstehen, dass die Surfer alle mit Neoprenanzug da unterwegs waren. Ja, aber es hat sich gelohnt. Und da unten ist dann natürlich irgendwie alles Mögliche an Moos und Steinen und Flechten und ach, herrlich. Ich fand das super, super schön. Und von dort sah man dann auch auf einem der weiteren Fotos so ein Haus, das quasi in den Fels reingehauen war. Ein bisschen auf der rechten Seite quasi sozusagen. Also, malerischer geht's kaum. Oder ist es dieses Theater? Nee, ich glaube nicht, dass es das Manic Theater ist, was man von da aus sehen konnte. Ja, fantastisch. Ein Bild, genau, welches ist das? TZ8 1133 haben wir noch einen Seehund gesehen, der da gerade auch zum Strand wollte. Leider haben wir nicht gesehen, ob er dann an den Strand gelaufen ist. Da waren wir dann schon wieder auf dem Weg nach oben und von oben konnte ich dann mit meinen 120 Millimetern, die ich gerade drauf habe, diesen Seehund fotografieren. Wenn ich gerade, aber die lange Linse hatte ich gar nicht mit. Also das 600 mm Objektiv habe ich dann nicht mit runtergenommen. Hätte ich natürlich ganz gerne. Ja, genau. Letzter Stop auf dieser Rundfahrt war dann Mouse Hole. Das ist ein ganz kleines malerisches Fischerdorf. Schon auf der Südseite sozusagen. Also da sind wir dann einmal um diese ganze Westnase rum gewesen. Also dieser Strand Paddenwarner Beach ist quasi an der Südspitze von der Cornwall-Nase. Und Mouse Hole ist dann quasi schon in der Bucht, in der Penzance-Bucht sozusagen. Und da haben wir Armut gegessen. Da haben wir irgendwie ein Restaurant ausgesucht, was irgendwie überraschend teuer war. Das war tatsächlich sehr, sehr gut, was wir da gegessen haben. Aber irgendwie war ich ein bisschen überrascht, wie teuer das Essen da sein kann. Da haben wir ziemlich viel Geld gelassen. Ein bisschen nobel, bisschen Luxus, aber ja, war ja Urlaub. Leider vergessen, welches Restaurant das war. Vielleicht war es das Ship Inn in Mouse Hole. Vielleicht auch nicht. Was wir leider nicht mehr geschafft haben an dem Tag ist St. Michael. Das ist eine Kapelle, so wie Mont Saint-Michel, eine Kirche sozusagen auf einer kleinen Insel, die nur bei Ebbe quasi direkt erreichbar ist, zu Fuß. Sonst muss man mit dem Boot rüberfahren. St. Michael's Mount heißt das. Habe ich von Mouse Hole aus fotografieren können, dann mit der langen Linse. Also das eine Foto, was dann sehr grau ist, das ist St. Michael's Mount mit 600 mm aus Mouse Hole aus fotografiert. Wie ihr seht, war es da sehr diesig, sehr grau. Es war schon spät im Abend, es war schon irgendwie nach 8 und es hat geregnet. Also das war dann irgendwie keine Chance mehr. Also kein sinnvolles Herankommen mehr an diesen St. Michael's Mount. Ja, und jetzt gucke ich auf die Uhr. Ich sehe, ich habe schon wieder eine Stunde erzählt von den ersten beiden Tagen in Cornwall. Auch Cornwall wird also eine Doppel-Episode. Stimmt gar nicht. Doch, stimmt. Es kommen ja noch Montag mit den Lost Garden of Heligan und der Lost Brewery und Dienstag Paul's Beach. Und Tintagel, wie auch immer man das ausspricht, das spare ich mir dann fürs nächste Mal. Also es gibt eine weitere Episode zum Thema Cornwall. Die kommt dann in 2 Wochen und ich lese euch jetzt ein bisschen Rilke und Kant vor. So, kommen wir mal zum Herrn Rilke. Die Braut ist heute dran. Aus Sämtliche Gedichte in einem Band.
30% Position 2085. Die Braut. Ruf mich, Geliebter, ruf mich laut. Lass deine Braut nicht so lange am Fenster stehen. In den alten Platanenalleen wacht der Abend nicht mehr, sie sind leer. Und kommst du mich nicht in das nächtliche Haus mit deiner Stimme verschließen, so muss ich mich aus meinen Händen hinaus in die Gärten des Dunkelblaus ergießen. Ja. Kurzer Rilke. Greife ich mal zu meinem roten Buch. Immanuel Kant. So, Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Band 2, Transzendentale Methodenlehre, Kanon der reinen Vernunft. Das ist der Transzendentalen Methodenlehre, zweites Hauptstück. Augen zu und zugehört. Es ist demütigend für die menschliche Vernunft, dass sie in ihrem reinen Gebrauche nichts ausrichtet. Und sogar noch einer Disziplin bedarf, um ihre Ausschweifungen zu bändigen und die Blendwerke, die ihr daher kommen, zu verhüten. Allein andererseits erhebt es sie wiederum und gibt ihr ein Zutrauen zu sich selbst, dass sie diese Disziplin selbst ausüben kann und muss, ohne eine andere Zensur über sich zu gestatten. Im Gleichen, dass die Grenzen, die sie ihrem spekulativen Gebrauche zu setzen genötigt ist, zugleich die vernünftelnde Anmaßung jedes Gegners einschränken und mithin alles, was ihr noch von ihrem vorher übertriebenen Forderungen übrig bleiben möchte, gegen alle Angriffe sicherstellen könne. Der größte und vielleicht einzige Nutzen aller Philosophie der reinen Vernunft ist also wohl nur negativ, da sie nämlich nicht als Organon zur Erweiterung, sondern als Disziplin zur Grenzbestimmung dient und anstatt Wahrheit zu entdecken, nur das stille Verdienst hat, Irrtümer zu verhüten. Indessen muss man doch irgendwo einen Quell von positiven Erkenntnissen geben, welche ins Gebiet der reinen Vernunft gehören und die vielleicht nur durch Missverstand zu Irrtümern Anlass geben, in der Tat aber das Ziel der Beeiferung der Vernunft ausmachen. Denn welcher Ursache sonst sollte sonst wohl die nicht zu dämpfende Begierde durchaus über die Grenze der Erfahrung hinaus irgendwo festen Fuß zu fassen, zuzuschreiben sein? Sie ahndet Gegenstände, die ein großes Interesse für sie bei sich führen. Sie tritt den Weg der bloßen Spekulation an, um sich ihnen zu nähern, aber diese fliehen vor sie. Vermutlich wird auf dem einzigen Wege, der ihr noch übrig ist, nämlich dem des praktischen Gebrauchs, besseres Glück für sie zu hoffen sein. Ich verstehe unter einem Kanon den Inbegriff der Grundsätze a priori des richtigen Gebrauchs gewisser Erkenntnisvermögen überhaupt. So ist die allgemeine Logik in ihrem analytischen Teile ein Kanon für Verstand und Vernunft überhaupt, aber nur der Form nach, denn sie abstrahiert von allem Inhalte. So war die transzendentale Analytik der Kanon des reinen Verstandes, denn der ist allein wahrer synthetischer Erkenntnisse a priori fähig. Wo aber kein richtiger Gebrauch einer Erkenntniskraft möglich ist, da gibt es keinen Kanon. Nun ist alle synthetische Erkenntnis der reinen Vernunft in ihrem spekulativen Gebrauche nach allen bisher geführten Beweisen gänzlich unmöglich. Also gibt es gar keinen Kanon des spekulativen Gebrauchs derselben, denn dieser ist durch und durch dialektisch, sondern alle transzendentale Logik ist in dieser Absicht nichts als Disziplin. Folglich, wenn es überall einen richtigen Gebrauch der reinen Vernunft gibt, in welchem Fall es auch einen Kanon derselben geben muss, so wird dieser nicht den spekulativen, sondern den praktischen Vernunftgebrauch betreffen, den wir also jetzt untersuchen wollen. Das war Seite B. 824 übrigens, habe ich glaube ich vorhin nicht gesagt. Wie auch immer, bis dahin. Ich hoffe, ihr seid alle schön entspannt. Falls ihr mal nach Cornwall kommt oder dort seid, schaut euch den Paddenwounder Beach an, wenn ihr klettern könnt und wollt.
Es ist wirklich spektakulär. Ansonsten die Ringschmiede am Land's End ist auch toll. Und überhaupt ist Cornwall toll. Ich freue mich auf die nächste Episode, wenn ich euch dann noch mehr erzähle. Da kommt dann noch der Garten und noch ein Strand und ach, es war sehr, sehr schön. Also, freut euch auf die nächste Episode. Freut euch auf das Konzert, 18. Oktober, in der Diele, auf der Diele in Ochtmannsbruch. Tickets gibt es dann bald unter MIG.FM-EP 559. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.